Dog Brain! Zentauro-Action-Rucksack ist sensationell. Er hat Flammenhaare und er ist super schnell. Für seine Schwestern ist er ein Versuchskaninchen. Er lebt einen Tag aus dem Leben von Johnny Test. Sein Super und kann sprechen, er ist mutig und frei. Yuki trinkt ein Cappuccino und ist immer dabei. Seine Mom ist immer busy und sein Dad ist durchgeknallt. Er ist wild, zugemüllt, das ist Johnny Test. Bringt Super Agency, Extrem Teams, Moon, sie ist ein Drehungsschlag. Affenboy, Drogo-Team, Monster, Trucky, Test. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Johnny Test. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Johnny Test. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Johnny Test. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Für. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Für. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Für Johnny Test. Mann, dieses Videospiel muss man einfach lieben. Das ist der Hammer. Und ein spezieller interaktiver Modus lässt dich sogar selbst im Spiel mitmachen. Jetzt springe ich über den Krokodilsteich. Du wurdest aufgefuttert und ich habe dich spielerisch schon wieder mal in den Hintern getreten und gewonnen. Juhu! Ich meine, wuff, wuff. Johnny, warum spielst du hier drin ein Skateboard-Videospiel, wenn du doch rausgehen und richtig Skateboard fahren kannst? Würde ich ja, Dad, aber wir haben in Pogbelly nicht so eine scharfe Halfpipe. In dem Spiel ist einfach mehr los. Hey, Test! Ich habe eine Halfpipe bekommen! Zum Geburtstag! Raus! Jetzt habt ihr keine Ausrede mehr. Raus mit euch! Jetzt ist endlich Schluss mit diesen geistlosen Videospielen! Also ehrlich mal, ich weiß gar nicht, was die Kinder an diesen Spielen finden. Ich kann's auch fast! Weißt du, Test, eine Halfpipe ist was anderes als die Straße. Lass mal, also nicht, dass du dir noch wehtust. Geh beiseite und sieh dem Meister zu. Oh, Junge, der hast du's aber gezeigt, Meister. Ha, vielleicht solltest du bei deinen kleinen Straßentricks bleiben und dich von der Halfpipe fernhalten. Ach ja, das glaube ich nicht. Das hat sich ja wehgetan, oder? Yep. Wir sollten etwas unternehmen. Ja, wir können es aber auch lassen. Aber dann haben wir vielleicht bald keinen kleinen Bruder mehr. Na schön, helfen wir ihm. Warum schleppt ihr mich hier rein? Ich muss es ihr zeigen, dass sie falsch liegt und dass ich's drauf hab. Hey, Moment mal, was macht ihr mit meinem Game-Controller? Wir haben das Teil modifiziert. Jetzt ist es der Mega-Action-Game-Controller. Gut, ich hab's geschnallt. Und was ist daran so mega, hä? Er schafft eine direkte drahtlose Verbindung zum Hirn-Extremlappen. Richte den Controller auf das Gehirn, drück den Knopf Verbindung und jetzt kontrollierst du die Person so wie in einem Videospiel. Das gefällt mir nicht. Wahnsinn, ihr zwei seid ja doch nicht totale Spinner. Danke, Johnny. Ich meine, ihr seid immer noch Spinner, nur nicht totale Spinner. Und weil du mich in dem Videospiel geschlagen hast, wirst du den Controller bedienen, wenn ich auf Sissys Halfpipe bin. Gut, wie funktioniert dieses Teil gleich noch? Yo, Blakely! Lustig, mal wieder langzulegen, Test? Wie wär's mit einem 1080? Das ist unmöglich. Das hat noch keiner versucht, außer in Videospielen. Ach ja? Dann pass mal auf. Das gibt's doch nicht. Sowas Extremes habe ich ja noch nie gesehen. Oh. Hey, dein Trick hat sie in Ohnmacht fallen lassen. Warte, ich habe eine Idee. Versuchen wir mal den Schwimmmodus. Hey, was ist passiert? Mein Trick hat dich in Ohnmacht fallen lassen und dann habe ich dein Leben gerettet oder so. Oh, ich kenne diesen Blick, Johnny. Komm schon, lass stecken. Das Leben ist kein Videospiel, in dem du die Leute kontrollieren kannst. Und,
Du hörst mir gar nicht mehr zu, nicht wahr? Nach Oh-Oh habe ich aufgehört. Hey, gib mir dein Essensgeld, Kleiner, oder du bekommst meine Faust zu spüren. Na schön, du hast es nicht anders gewollt. Lass mich zufrieden! Jetzt schreiben wir einen Test. Und zwar nur über Sachen, die wir noch nicht durchgenommen haben. Ihr werdet alle durchfallen. Idiot. Warum wählt mich denn niemand? Johnny, ich will nicht ferngesteuert werden. Keine Angst, wir machen nur einen kleinen Kickflip-Ollie-Bench-Grind. Was? Aber diesen Trick hast du im Videospiel noch nie geschafft. Okay, der Spaß ist vorbei. Weg mit diesem Ding, bevor hier noch jemand ernsthaft verletzt wird. Jemand wie ich zum Beispiel. Vergiss es. Ich liebe dich, Mega-Action-Game-Controller. Ich gebe dich niemals freiwillig weg. Niemals. Johnny, du kennst die Regeln. Keine Videospiele, bis du deine Hausaufgaben gemacht hast. Oh? Seit wann denn das? Ich sie gerade aufgestellt habe. Ach, wirklich, Dad? Na schön. Ja, wirklich. Und jetzt nach oben mit dir, junger Mann, während ich dieses Ding wegschließe. Ich mach meine Hausaufgaben fertig und dann gehen wir wieder raus und haben extreme Mega-Controlling-Action. Oh, wirklich witzig. Hör auf, mich fernzusteuern. Das war ich nicht. Hey, wer macht das? Johnnys geistloses Videospiel zu spielen macht fast so viel Spaß wie Fleischklopse machen. Hab ich dir nicht gesagt, dass dir jemand damit wehtun wird? Überraschenderweise bin ich es diesmal nicht. Okay, du hattest recht. Jetzt nimm den Idioten, der den Controller benutzt, das Ding weg! Was ist? Was hast du, mein Junge? Möchtest du Gassi gehen? Hey! Yuki! Hilfe! Na toll, jetzt spielt er das Skateboard-Spiel. Susan, Mary! Euer Dad spielt ein Videospiel mit diesem Mega-Controller, aber gleichzeitig kontrolliert er euren Bruder Johnny. Und Johnny ist mitten auf der Straße! Oh, du hast eine Pause, Lolo. Hilfe! Ihr müsst ihm helfen. Wenn nicht, dann beiße ich euch. Ich beiße euch beide. Ich bin verrückt vor Sorge um den Kleinen. Gut, du hüpfst auf Scooty den Scooter und schnappst dir Johnny. Und wir bringen Dad dazu, mit dem Spiel aufzuhören. Klar, auf geht's! Ups, das war wohl der Rückwärtsgang. Halt durch! Die Mädels sind dabei, deinem Dad den Controller wegzunehmen. Stark! Mach den Weg frei, Auto! Dad, ich hab mir aus Versehen im Labor ein Bein abgeschnitten. Du musst mit dem Spiel aufhören und sie ins Krankenhaus fahren, sofort. Das ist sicher nur ein Kratzer. Los, was los? Ein Truck! Das ist was zum Grinden. Hüpf auf den Scooter. Vielleicht kannst du nicht mehr ferngesteuert werden, wenn du von dem Board runter bist. Hey, ich glaube, es funktioniert. Und jetzt mische ich den Zoo auf. Oh, es funktioniert doch nicht. Dad? Dad! Lolo hat Tollwut und schlägt uns wie ein Verrückter mit einem Löffel. Hör mit dem Spielen auf und hilf uns. Ich bin sicher, er will nur spielen. Ich springe über den Krokodilsteich. Wir brauchen etwas Wichtigeres als unsere Sicherheit, um ihn vom Videospiel abzuhalten. Und du glaubst, dein Dad kann über die Krokodile rüberspringen? Ich kann da selbst nicht mal rüberspringen. Ich denke, wir sollten jetzt ganz laut schreien. Daddy, deine Fleischklopse brennt an. Meine Fleischklopse? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Schnell, schalt den Controller aus. Er hält an. Ich hab wieder die Kontrolle. Ja, wir haben überlebt.
immer noch besser, als in einen Krokodilsteich zu stürzen. Aber wesentlich stinkiger. Wie langweilig. Ich will irgendwas spielen, das Spaß macht. Johnny! Hast du denn schon deine Spielsachen weggeräumt? Warum benutzt du nicht die Tür? Ach ja, verstehe. Oh, utsch! Aua, autsch! Oh. Erledigt! Spielsachen aufgeräumt! Johnny, mit Spielsachen aufräumen meinte ich alle Spielsachen, alle Spielsachen, alle Spielsachen, alle Spielsachen! Danke, Sportsfreund. Und wenn du deine Sache gut machst, dann kaufe ich dir auch ein neues Spielzeug. Das war nur ironisch und nicht ernst gemeint. Klar? Ach, fang endlich an aufzuräumen. Oh, Dookie. Spielen wir Fang die Spielsachen und räumen sie weg? Ich muss mich gerade um meinen Flohbiss kümmern. Ich fürchte, ich kann dir nicht helfen bei deinem kleinen Problem. Warte. Kleines Problem. Das ist es. Ich lasse mir von Susan und Mary irgend so ein Strahlding bauen. Damit schrumpfe ich die Spielsachen, sodass man sie nicht mehr sehen kann. Das ist dir alles eingefallen, als ich kleines Problem gesagt habe? Ja, ganz genau. Ich brauche einen Schrumpfstrahler. Spar dir die Frage. Ich brauche einen Schrumpfstrahler, damit ich meine Spielsachen ganz klein schrumpfen kann. Der Turbo-Action-Rucksack hat einen eingebauten Schrumpfstrahler. Ich's vergesse. Ist mein Kopf auf deinem Körper oder ist dein Kopf auf meinem Körper? Pass auf, jetzt werden alle meine Probleme einfach weggeschrumpft. Es klappt. Ich bin ein Genie. Mit Hilfe meiner genialen Schwestern. Ich glaube, dein Strahler hat mehr geschrumpft, als er schrumpfen sollte. Wie kommst du denn darauf? Müsste Gills Haus nicht da drüben stehen? Upsi. Darum kümmere ich mich, wenn ich meine Spielsachen weggebracht habe. Alles klar. Wozu die Eile? Dookie, ist das nicht absolut cool? Dookie? Oh-oh. Nochmal, Upsi. Keine Sorge, ich bring dich gleich wieder auf normale Größe. Hey, wie schalte ich dieses blöde Ding auf Vergrößern? Wow, damit hatte ich nicht gerechnet. Da, auf meinem Rücken. Was ist das für ein Ding? Das ist der Flo, der mich die ganzen letzten Wochen gequält hat. Oh, was für ein tolles Gefühl. Und jetzt bring uns wieder auf normale Größe! Ich brauche nur einen Spiegel, damit ich den Strahl auf mich richten kann und auf dich. Und schwuppdiwupp sind wir wieder groß. Oh, da steht ein Spiegel auf der Kommode. Yo, gleich sind wir groß. Wow, der Junge hat aufgeräumt. Um das kümmern wir uns später. Wow, damit hatte ich nicht gerechnet. Also im Schrumpfen bist du wirklich allererste Sahne, aber an deinem Vergrößern musst du noch arbeiten, Johnny. Gehen wir zu meinen Schwestern. Mann, jetzt hör endlich auf zu niesen, Dookie. Meine Allergie piesackt mich aus irgendeinem Grund. Ah, Dinosaurier! Das sind keine Dinos, das sind Hausstaubmilben. Winzige Tierchen, die fürs bloße Auge unsichtbar sind. Sie leben in Betten und Sofas und so. Und bringen Menschen und Hunde zum Niesen. Und sie fressen abgestorbene Hautzellen von Menschen und von Tieren. Abgefahren. Hey, und du bist sicher, dass sie nur auf abgestorbener Haut stehen? Eigentlich schon. Und jetzt lass uns verschwinden. Ich weiß, damit hattest du auch nicht gerechnet. Wie viele von diesen Teufeln gibt's hier? Naja, man sagt, in einem Schlafzimmer gibt es mehr davon als Menschen auf dem ganzen Planeten. Sind es ja mehr als 100. Mach schon, Johnny, bring uns hier raus. Versuchen wir mal den Knopf. Das ist die falsche Zeit, um Pickel auszudrücken. Wir sind zurück. Ja. Das war wohl der richtige Knopf. Cool, ich habe einen Bärenhunger.
Hey, was isst du da? Schinken und, hey, du bist ich? Vielleicht sind wir so sehr geschrumpft, dass wir in einem durchgeknallten subatomaren Universum gelandet sind. Was für ein Submonikum? Ja, einige Wissenschaftler behaupten, in jedem Atom unseres Körpers ist ein winzig kleines Universum. So klein, dass man es nicht sehen kann. Eins sage ich dir, der Suppenatomschinken ist köstlich. Ich bin gespannt, was für ein Horror uns in diesem wahrgewordenen Albtraum erwartet. Hey, mein subatomarer Zwilling sieht spitze aus. Haha, noch ein teuflisch gut aussehender sprechender Hund. Jetzt bin ich nicht mehr allein. Die Fliege gefällt mir. Willkommen in unserem kleinen Zuhause. Oder soll ich lieber sagen, in unserem winzig, winzig kleinen Zuhause, wo die Sonne immer scheint? Das ist ja komisch. Wir hatten schon seit Jahren kein einziges Wölkchen mehr am Himmel. Was soll's, ich führe euch ein bisschen rum. Zeig mir, wo du den Schinken her hast. Hallo Johnny, hallo Junge, der genauso aussieht wie mein Johnny. Wir gehen los, um dir alle Spielsachen der Stadt zu kaufen. Wir haben dich lieb, Junge. Oh, und du brauchst dein Zimmer nicht aufzuräumen. Das habe ich schon für dich gemacht. Hallo Brüderchen, mit deinen Hausaufgaben sind wir jetzt fertig hier. Und wir haben dich ja so lieb. Sind wir durch das Schrumpfen im Himmel gelandet? Yep. Und das da ist meine Freundin. Das ist Sissy. Und sie sieht umwerfend aus, gar nicht mehr so durchgeknallt. Ich würde ja gern noch ein bisschen quatschen, aber da wartet eine Show auf mich. Komm, mein Freund, ich werde dir jetzt mal unsere umwerfende Schulshow zeigen. Das wird dir gefallen. Beeilt euch, seht Johnny Test zu, dem beliebtesten Kind der Schule, wie er das Telefonbuch liest. Das ist ja ein Ding. Ich bin das beliebteste Kind der ganzen Stadt. Na dann, ich muss jetzt arbeiten. Bis später. Du arbeitest? Hunde arbeiten hier? Wenn du damit meinst, dass ich der Bürgermeister bin und dafür sorge, dass die Menschen machen können, was sie wollen, dann ist die Antwort ja. Das kleine Potbelly rockt! Ich denke, hier könnte ich eine Weile aushalten. Eine ganze Weile. Ich bin dabei. Hey, kannst du uns mal diese Kammer an der Schule zeigen, die man von außen verschließen kann? Ja, natürlich. Mir nach, Freunde. Hier ist sie, die Kammer, die man von außen verschließen kann. Viel Spaß, Herr Bürgermeister. Danke gleichfalls, beliebtestes Kind der Stadt. Na, wenn das nicht meine subatomare Freundin ist. Hi, Sissy. Ich hasse dich. Der Sturm muss ihr wohl irgendwie aufs Gemüt geschlagen sein. Egal, ich kann meine Fans nicht warten lassen. Da ist er. Schnappt ihn euch. Neues, du kannst pischern, wo du willst und gib deinem Bürgermeister dein Steakgesetz, scheint nicht so gut anzukommen. Das erklärt, warum sie dich hassen, aber warum hassen sie mich? Ich glaube, hier sind wir sicher. Wir haben ein kleines Problem. Der Himmel scheint irgendwie zu explodieren. Unsere Berechnungen haben ergeben, dass zu viele Johnnys und Yukis in unserem Universum herumgeistern. Das Gleichgewicht der Kräfte versucht euch durch Hagel, Blitze oder Schlimmeres zu vernichten. Also ich entscheide mich für Hagel. Machen wir einen Abgang. Aber mir gefällt es hier. Siehst du, gleich kommt die Sonne wieder raus. Alles klar, wir kehren zurück in unser langweiliges, nicht tödliches Universum. Aber dieser Rucksack schrumpft die Dinge doch nur. Oh, wir haben ihn modifiziert. Jetzt vergrößert er auch Dinge. Siehst du? Ah, Riesengirl. Hey, bevor wir gehen, wie hast du deine Welt so perfekt gemacht? Oh, das ist einfach. Ich hab nur... Einwohner von Klein Park Valley, wir wollen folgende Typen vernichten. Johnny und Yuki. Weg hier. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Bin ich froh, dass wir wieder zurück in unserer Welt sind. Wirklich? Nö, aber wenigstens ist jetzt alles wieder normal. Oder?